Ich darf dafür jetzt von unseren medizinischen Redebeiträgen als ersten zu mir auf die Bühne bitten. Einen lieben Freund, einen lieben Kollegen, der extra aus Ungarn angereist ist. Viele von Ihnen haben ihn vielleicht schon letztes Jahr bei uns auf der Bühne gesehen. Ich begrüße ganz herzlich einen Facharzt für innere Medizin mit Praxis in Ungarn, der von Anfang an auch Gesicht gezeigt hat, jetzt Menschen mit Covid-19-Injektionsschäden hilft, und zwar am laufenden Band. Es werden immer mehr, die sich hier zeigen, Menschen, die wirklich Probleme haben nach diesen unsäglichen Spritzen. Und Dr. Josef Tamaschi, ich darf ihn jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Er wird auf Deutsch und auf Ungarisch sprechen. Liebe Freunde in Wien, so schön, so viele verschiedene Flaggen zusammensehen in dem Heldenplatz. Die Ukraine ist nicht das einzige Land im Krieg. Es gibt Krieg hier in Österreich, in Ungarn und überall sonst in Europa. Auf einer Seite werden wir von den WHO-Propagandisten beschossen. Es ist höchste Zeit, dass auch sie mit Propaganda auch geschossen werden. Diejenigen von uns, die hier sind, verstehen bereits viel von dem, was hinter den Kulissen sich geht. Wir verstehen auch, dass die einzige Lösung, die einzige Waffe gegen sie darin besteht, die anderen aufzuwecken. Geld hilft nicht, verhandeln hilft wenig, reden hilft auch nicht. Die Beziehungen, das Gesetz, der berufliche Diskussion, die Kultur, Humanismus, hilft alles nichts. Nun, wenn wir viele sind, wenn wir uns einig sind, wenn wir auf Gott vertrauen, das Böse scheitert immer. Super! Wir verbünden uns international. Mehr als 200 begeisterte Aktivisten aus Ungarn gekommen sind. Bravo! Bravo! Ein Zeichen dafür, dass wir es mit Wandel ernst nehmen und ernst meinen. Wenn sich Hunderttausende und Millionen in einem Land, Dutzende Millionen international gegen diese Schurken verbünden können, das hilft. Bravo! Das tut ihr alle, deshalb sind wir Ungarn hier in Wien. Wir sind verbündet und wir wollen uns mit euch verbünden. Wir wollen kein europäisches Imperium, kein Imperium überhaupt, sondern ein Bündnis des Volkes Gottes. Wir müssen alle unser Bestes tun, um uns zu vermehren. Die Mafia, die sich als Weltregierung tarnt, hat nichts mit den Massen zu tun. Wir bauen Gemeinschaften auf, wir wecken Menschen auf, wir suchen Verbündete in Ungarn und im Ausland. Sie werden scheitern. Sie werden in Knast wandern. Jawohl! Eine bessere Welt wird kommen. Gott segne die, die auf der richtigen Seite stehen. Und erlauben Sie, einige Sätze auf Ungarisch zu reden. Entschuldige von den Deutschen, Grundsprachigen. Kedves Magyar Honfitársak. Nagy öröm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ez az egyik nagy lépés afelé, hogy megvalljátok azt, hogy szemben álltok ezzel a gazemberséggel, ami folyik
a világban. És azért jöttünk ide, hogy kifejezzük azt, hogy mi már szövetkezünk, mi már képezzük az új közösséget, és mi szövetkezni akarunk azokkal, akik itt vannak a téren, és mindenkivel Európában, aki már fölébredt. Mert tudjuk, semmi más nem segít. Mi építjük a kis közösségeket, ébresztjük az embereket, keressük a szövetségeseket Magyarországon, és szerte a nagyvilágban, itt Bécsben is. És meg fognak bukni, mennek a börtönbe, jobb világ fog jönni. Isten áldja a jó oldalon állókat. Dankeschön, Josef. Dankeschön, Ungarn. Dankeschön an die Ungarn, die den Weg nach Wien auf sich genommen haben. Jetzt klappt es. Dankeschön.